Und hiermit herzlich willkommen zurück zu Paper Mario 64 bei der eisenblauen Tür. Ich hoffe ja diesmal, dass wir durchkommen. Okay, diesmal kommen wir wirklich da durch. Okay. Dann, let's go. Eisgebiet. Schön. Ich nehme da mal Gumbario raus, falls neue Gegner kommen. Da gibt es eine Röhre. Pass auf, hier kann ich einen Gegner aufwerten. Mega Schock, kein Gegner rührt sich mehr. Lucky Lester, Hurricane, es brechen wenige Zeiten an. Umbario, Multikopfnuss, diese verursacht übel Kopfschmerzen. Komm. Vielleicht kriegen wir ja noch irgendeinen Block, damit wir zumindest Gumbario noch hochleveln können. Was macht denn jetzt eigentlich Hurricane? Wenn es klappt, werden die Gegner davon geweht. Dann kam Multikopfnuss dann doch besser. Kapitel 7: Kristallene Träume. Oh, Pingus. Wusstest du, dass es in Totton ein Dojo gibt? Ich bin dort ziemlich oft. Ich habe es auch endlich geschafft, die Sonnenkarte zu erhalten. Ich bin mir sicher, du hast einen noch viel höheren Rang als ich. Was? Du hast gar keinen? Ich habe den Dojo vergessen. Diese Stadt ist in letzter Zeit ziemlich gefährlich geworden. Vor kurzem habe ich einen verdächtigen Fremden hier herumstreifen sehen. Er schien auf der Suche nach jemandem gewesen zu sein, der sah schon sehr zwielichtig aus. Ich frage mich, wo er jetzt wohl ist. Das Sterntal und der Biberberg sind ganz in der Nähe. Aber wenn du dorthin willst, solltest du dich besser warm anziehen. Pingus. Hallo, dies ist die nördlichste Stadt des Landes, Bipper City. Du kommst aus Tottown? Das ist ja sehr, sehr weit weg. Willkommen in Bipper City. Gibt es hier für Items? Lebens 40 Münzen. Okay, ich habe eh kaum Geld aus. Wo kann ich Sachen lagern, bitte? Ich würde gerne Sachen lagern. Eigentlich kann ich schon alles gebrauchen. Zum Sterntal? Ja, sicher. Geh von der Stadt aus nach Osten. Aber du musst vorsichtig sein. Ich kann mich erinnern, dass der Weg regelrecht mit Monstern gepflastert ist. Allein der Gedanke daran lässt mich erzittern. Alles, was ich momentan zu hören bekomme, sind schreckliche Gerüchte. Was nur aus dieser Stadt werden? Da war so ein bizarrer kleiner Kerl hier, der die ganze Zeit schrie. Oh, oder es ist kalt. Und er schrie auch, nein, Mario. Er war der Verrückte. Nein, nein, bitte nicht. Oh, ich gehe erstmal nach links. Oh nö, ich unsere Wale. Oh no. Nicht Julia Chupa. Pingi Pingi Pinguin Pop. Pingi Pingi Pinguin Pop. Für den Rhythmus Pinguin Hop. Männer und Schnee in einer Reihe. Ein Eimer, der Hut ihrer Häupter sei. Wo sind noch ihre Augen und Nasen? Perlen um den Hals und die Winde sollen blasen. Okay, Sängerpinguin hier im Town.
Leute, die aus anderen Städten hierher kommen, müssen glauben, dass es nirgendwo kälter sein kann als bei uns. Ich bin aber daran gewöhnt, aber ich hörte, irgendwo soll es inmitten von heißem Wüstensand eine Stadt geben. Also das wäre nun wirklich unerträglich. Ich persönlich glaube ja nicht, dass so etwas wirklich existiert, doch wir waren da. Hat jemand Lust auf ein köstliches Sorbet? Erdbeergeschmack? Oder Wassermelone? Oder mein Lieblingsgeschmack, reife Mandarine? Oh, ich liebe Sorbet. Jetzt habe ich Hunger. Oh, Mist. Ich suche erstmal den. Ein Splitter, der irgendwo hier sein muss. Leute, die aus anderen Städten. Musst du dich wegbewegen? So hier? Nee. Dann gehe ich doch erstmal nach oben. War schon Kapitel 7. Wir sind so kurz vom Spielende und kurz vom Release des Remakes des zweiten Teils. Nee. Das müsste man auch eigentlich so schaffen. Löschen. Soundfix E-Orden. X. Auch mal ändern, ne? Yoshi. Okay, ich lasse das alles an. Yoshi. Jabu, jabu. Okay, das hat sich ja doch gelohnt. Aber das klingt irgendwie falsch. Hä? Wo ist denn hier der Sternensplitter? Vor kurzem kam ein sehr zwichtiger Charakter in die Stadt. Er ist herumgerannt und hat sich die Lunge aus dem Leib geschrien. Das war sehr merkwürdig. Etwas eigenartig geht in unserer Stadt vor, die sonst so friedlich ist. Ich weiß nicht, wie du darauf kommst. Hä? Wo ist denn der Sternensplitter? Doch schon alles wegge... Warum was geht? Ich hatte eben noch hier den Weg lang. Ich werde den Sternensplitter schon noch finden. Okay, das hat jetzt gepasst. Das hat jetzt gepasst. Haben wir. Oh, wir haben einen Gast. Willkommen, Sie armer Mann. Sie müssen ja halb erfroren sein. Wenn Sie meinen Mann sprechen wollen, gehen Sie bitte nachher nebenan. Gehen Sie nur, treten Sie ruhig ein. Hallöchen. Mr. Pinguin. Mr. Pinguin, geht's Ihnen gut? Keine Antwort. Bürgermeister Pinguin bewegt sich keinen Millimeter. Was ist das? Er hält einen Zettel mit der Aufschrift Haringway in seiner Hand. Liebling, möchtest du eine Tasse Tee? Hm? Oh, Schatz, wenn du auf dem Boden stehst, kannst du dich ganz leicht erkälten. Nein! Was? Nein!
Hilfe, hilf mir doch. Mein Mann ist tot. Er wurde ermordet. Es ist ein Pinguin-Mordfall. Nein. Was geht hier vor, gute Frau? Beruhigen Sie sich doch. Sie müssen langsam sprechen, damit mein scharfer Verstand Ihnen folgen kann. Das hört sich schon mal nicht vielversprechend an. Mein Mann ist tot. Sehen Sie, da liegt er. Oh, mein lieber Mann. Irgendjemand hat ihn kalt gestellt. Bei den Baten des Pottwalds. Sie haben recht. Der Bürgermeister wurde ermordet. Das ist ja wie in einem Krimi. Mit dem Unterschied, dass dies hier real ist. Wie dramatisch. Aber gnädige Frau, wenn ich fragen darf, wer in aller Welt hätte Grund dazu gehabt, diesen Pinguin auf Eis zu legen? Ja, da, genau der. Der Mann mit dem verdächtigen Schnauzbart. Ich habe ihm nicht gestattet, das Haus zu betreten. Trotzdem ist er einfach hineingestürmt. Mein Mann war noch am Leben, bevor dieser Kerl hier auftauchte. Er muss der Mörder sein. Alter, was geht mit ihr ab? Hey du da, Schnauzbart, hörst du mir zu? Diese rechtschaffende Frau beschuldigt dich. Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Ich weiß nicht. Versuche mich nicht für dumm zu verkaufen. Ich bin ein Profi. Wir haben hier einen Zeugen. Das stimmt doch, Gnädigste. Ja, so ist es. Er hat es kaltblütig getan. Ich habe es mal mit meinen eigenen Augen gesehen. Hast du gar nicht. Außerdem ist er der Einzige, der diesen Raum betreten hat. Der Beweis, das ist erdrückend. Das ist wiederum wahr. Du bleibst also bei deiner Story, dass du nicht der Täter bist. Ich bin nicht der Täter. Was ist dein Problem? Du glaubst doch nicht wirklich, dass Mario das getan hat, oder? Wenn du die Wahrheit sagst, dann haben wir es mit einem Hinterzimmermordfall zu tun. Oh, dafür bin ich nicht ausgebildet. Ein Hinterzimmermordfall. Ein hochrangiger Pinguinstod. Wie kann sich so etwas Furchtbares nur in unserer friedlichen Stadt ereignen? Das war meine Rivale. Das war Junior Chupa. Du, Herr Schnauzbart, nochmal fürs Protokoll. Du schwörst, dass du es nicht getan hast. Okay, dann glaube ich dir. Aber das bedeutet, dass wir den wahren Mörder finden müssen. Ah, perfekt. Ich gebe dir eine Chance. Da du behauptest, nicht schuldig zu sein, musst du mir selbst den Mörder bringen. Wenn du das tust, dann glaube ich dir. Das ist die Möglichkeit. Die einzige Möglichkeit. Nun gut, ab mit dir. Da sich deine Unschuld noch nicht bewiesen hat, muss ich dir verbieten, die Stadt zu verlassen. Keine Antwort. Du hast ihn getötet, stimmt's? Ich wusste, dass meine Instinkte mich nicht trügen würden. Ein Fremder wie du in einem abgelegenen Ort wie diesen kann nichts Gutes im Schilde führen. Was für ein Horror. Mein armes, armes Pinguinchen. Bitte vergib mir, dass ich diesen Mörder ins Haus gelassen habe. Der ist nicht wirklich tot, oder? Ich meine, wir reden hier von Mario. Ich werde dir nicht helfen. Ich arbeite nicht mit einem Mörder zusammen. Geh weg von mir. Ich bin nicht der Mörder. Bürgermeister Pinguin wurde ermordet. In seinem Hinterzimmer. Und keiner hat nur die leiseste Ahnung, wer es getan haben könnte. Oh, das kann nicht sein. Das ist so, als wären wir inmitten einer von Hemingways Geschichten. Wie konnte so etwas Schreckliches nur in unserer kleinen friedlichen Stadt geschehen? Wer könnte so etwas tun? Die Frau des Bürgermeisters sagte, der Mann mit dem Schnauzbart hat es getan. Und dabei dachte ich, er sei ein richtiger Gentleman. Aber man sollte einfach niemanden trauen, der einen riesigen Hammer mit sich herumträgt. Da habe ich tatsächlich nichts einzuwenden, weil der Pinguin hat nun mal recht. Welcher vertrauensvollen kleiner Dude mit einem Schnauzbart und einem Riesenhammer ist vertrauenswürdig.
Ich frage fünf Freunde, ich frage euch. Oh, wie furchtbar. Das zeigt mir nur, dass man dem ersten Eindruck nicht glauben sollte. Aber ich bin trotzdem nicht der Mörder. Hemingway, er ist ein Krimi-Autor, der in dieser Stadt lebt. Du verdächtigst ihn? Ach, auf keinen Fall ist er der Mörder. Er und der Bürgermeister sind Freunde. Oh, niemals Freunde. Hemingway? Ja, natürlich kenne ich ihn. Jeder in der Stadt kennt ihn. Er ist ein weltberühmter Krimi-Autor. Du glaubst also, Hemingway hat den Bürgermeister ermordet? Hm, das klingt verrückt, aber... Vielleicht liegst du gar nicht so falsch. Hemingway weiß alles über Verbrecher und Verbrechen. Und außerdem scheint er auf mysteriöse Art und Weise verschwunden zu sein. Das ist kein gutes Zeichen, dass er hat kein Alibi. Umbarlos ist mein Alibi, der war die ganze Zeit bei mir. Hemingway? Ja, er wohnt nahe des Teiches. Doch er ist nie daheim, wer weiß, wo er sich aufhält. Was? Hemingway soll ein Mörder sein? Nein, das kann nicht sein. Ist ein sehr guter Freund des Bürgermeisters. Er hat doch keinen Grund, ihn abzuservieren. Es sei denn, es gäbe einen super geheimen Grund. Seit ich Hemingways Bücher lese, rechne ich stets mit dem Unerwarteten. Dafür brauchst du kein Krimi-Buch. Erwarte immer das Unerwartete. Haben die Röhre abgeblockiert? Wusstest du, dass es in Toton ein Jojo... Okay, du hast mir nichts zu sagen. Was sagst du, lieber Pinguin? Wenn du nicht der Mörder vom Bürgermeister Pinguin bist, dann solltest du es mir besser einen Beweis vorlegen. Bis dahin darf ich dich nicht aus der Stadt lassen. Ich werde mich keinen Zentimeter von meinem Posten entfernen. Ich meine es ernst. Es hat keinen Sinn zu versuchen, mich wegzubewegen. Bin ich zu hart? Verzeihung. Die Sache macht mich fertig, Leute. Es herrscht ein Gerücht, laut dem du Bürgermeister Pinguin umgebracht haben sollst. Hast du es wirklich getan? Ich glaube nicht, dass es so war. Ich wette, es war dieser verrückte Kerl, der hier vor kurzem herumgelaufen ist. Der war vielleicht eigenartig. Du dagegen wirkst ziemlich normal. Danke. Danke, dass du meinen Rival auch so hast. Yashi. Wenn man von Bipper City spricht, muss man unweigerlich an Schlittschuhe laufen denken. Skifahren ist ja nicht übel, aber nicht, wenn ein Monster sein Unwesen treibt. Draußen im Schnee kann es ganz schön unheimlich sein, deshalb bevorzugen wir Schlittschuhlaufen in der Stadt. Ja. Oh, Zepfung ist... Das sind Schlüssel. Ui. Hat er gesagt? Schade, dass wir das Eis auf dem Teich durchbrochen haben. Jetzt können wir nicht Schlittschuh laufen. Was für ein Jammer. Das Tor trennt die Stadt von den eisigen Mühlen. Es wird von einer Wache bewacht. Wenn du dem Pfad von dort aus folgst, dann ist es zum Sterntal. Gut zu wissen, danke. Gumbario, aber ich brauche jetzt erstmal den Schlüssel hier und dann gibt es ein Quiz. Eine Lagerhalle, okay. Ich sagte... Punkt, Punkt, Punkt. Ich spreche nicht mit Pinguin-Mördern. Ja, es sind alle Mario. Dieses Gebäude ist eine Lagerhalle, aber niemand kommt hinein, weil ein dusseliger Wächter den Schlüssel verloren hat. Ich kann nicht glauben, dass ich ihn verloren habe. Ich sollte meine Spuren zurückverfolgen. Hey, hör mal, wenn du irgendwo einen Schlüssel findest, dann lass es mich bitte wissen. Bitteschön. Danke, dass du den Schlüssel gefunden hast. Wenn ich die Türe nicht öffnen kann, würde ich bis zum Hals in Ärger stecken. Diesmal rede ich noch mit dem Pinguin hier. Das ist Hemingways Haus. Er ist ein Schriftsteller. Hemingway sollte eigentlich da drin sein, aber ich habe ihn in letzter Zeit nicht mehr gesehen.
Das ist sehr seltsam. Vielleicht verbirgt sich die Lösung im Lagerraum, aber erstmal. Squeeze! Und hier ist wieder Ihr allseits beliebter Quizmaster, Winquismo. Willst du es versuchen? Yep. Dann kommen wir zur Frage. Frage. Wie lautet der Name des Anführers der roten und blauen Goombas? Dr. Goomba bekam der Goomba-König natürlich. Korrekt! Gratulation! Hier ist ein Sternsplitter. Du hast bis jetzt 7 Fragen richtig beantwortet. Viel Glück beim nächsten Mal. Nun denn, ich hoffe bis bald und bis zum nächsten Mal. Okay. Ich liebe diese Quizrunden. Yoshi. Also sehr verdächtig hier. Wee. Ich in den Schornstein rein. Das bleibt ja nichts übrig. Blub. Was in aller? Was hast du in meinem Kamin zu suchen? Du hast mein Geheimzimmer gefunden. Durch den Kamin. Unfassbar. Ich bin Hemingway, der Schriftsteller. Hast du noch nie von mir gehört? Was? Bürgermeister Pinguin wurde ermordet? Und ich werde verdächtigt? Das ist doch ein Witz. Das ist lächerlich. Ich habe so etwas nicht getan. Du bist wohl sehr misstrauisch. Nun, ich glaube, das wäre ich auch. Mir scheint, ich sollte mal beim Haus des Bürgermeisters vorbeischauen. Treppe aktivieren. Treppe deaktivieren. Also gut. Komm, los, geh mir zum Haus des Bürgermeisters. Den ganzen Weg wieder zurück, oh nö. Ja, komm, ey. Wie schnell ist denn Hemingway für sein Alter? Vor allem ist ja schon. Wenn ich gegen meinen Rivalen kämpfen muss, dann... Eigentlich. Bin ich... Gebe ich offen und ehrlich zu, ich schreie. Oh, du schon wieder. Hast du schon etwas herausgefunden? Hm? Sag mal, der Penguin hinter dir, ist das nicht Hemingway, der Krimi-Autor? Wie was? Bürgermeister Penguin hielt ein Zettel in der Hand, auf dem Hemingway stand? Wenn das wahr wäre, hätte ich es ja bemerkt. Es steht definitiv so aus, als hätte er ein Stück Papier in seiner Hand. Ja, natürlich, es ist ein Hinweis auf seinen Mörder. Mit seinem letzten Atemzug hat der Bürgermeister versucht, uns den Namen seines Mörders mitzuteilen. So, Herr Hemingway, Sie kaltherziger Mörder. Jetzt ergibt alles einen Sinn. Kein Wunder, dass Ihre Bücher so aufregend und spannend sind. Sie setzen Ihre eigene Geschichte in die Tat um. Guter Mann, hast du eigentlich eine Vorstellung davon, wie unglaublich lächerlich du klingst? Danke, danke, dass du das ansprichst, Hemingway. Glaubst du tatsächlich, ich würde dem Bürgermeister so etwas antun? Er war mein bester Freund. Ja, ihr wart gute Freunde. Aha, aber das war nur ein Vorwand, damit sie niemand dieses abscheulichen Verbrechens beschuldigen würde. So ist es doch, oder? Ich habe diesen schwierigen Fall gelöst. Oh, jetzt kommt aber er? Du simpler Pinguin. Ich würde niemals so berechenbar handeln. Außerdem bin ich völlig unschuldig.
Ich habe mein Haus schon seit Wochen nicht mehr verlassen, weil ich an einem neuen Roman arbeite. Ich hatte gar nicht die Zeit, mich hierher zu schleichen und den Bürgermeister umzubringen. Ich möchte nur noch sagen, ich bin immer noch der Meinung, dass der Mann mit dem Schnauzbart der Mörder ist. Dieser Pinguin-Mobfer wird immer faszinierender. Oh, tut das weh. Autsch. Mein Mann kehrt wieder. Er ist ein Geist. Oh meine Güte. Hallo? Alle zusammen. Was geht hier vor? Was? Was, Bürgermeister? Wir dachten, Sie seien tot. Unser Hinterzimmer-Mobfer ist ein Irrtum. Was für eine völlige Wende der Ereignisse. Wie? Was redest du da? Ich glaube, mich zu erinnern, dass ich zum Regal ging, um dieses Souvenir für Hemingway zu holen. Oh ja, natürlich. Ich habe mich danach ausgestreckt, bin ausgerutscht und habe mir den Kopf angeschlagen. Ja, so ist geschehen. Hier, Hemingway, bitte. Das wollte ich dir geben. In Totton war es sehr lustig. So viele interessante Sehenswürdigkeiten. Ich wünsche, du bist dabei gewesen. Sobald sich die Wogen hier etwas geglättet haben, werde ich dir haarklein von meinem Besuch in der großen Stadt berichten. Nun, danke, alter Freund. Das ist sehr lieb von dir. Aber Bürgermeister, wir dachten alle, sie seien ermordet worden. Die ganze Stadt war in Aufruhr. Seien Sie das nächste Mal bitte ein bisschen vorsichtiger. Ja? Tut mir leid. Ich fand das alles sehr unterhaltsam. Außerdem ist ja jetzt alles wieder in Ordnung. Dem Bürgermeister geht es gut. Ich muss jetzt wieder nach Hause. Mir ist gerade eine Idee für den Plot einer grandiosen Fortsetzung eingefallen. Ich habe nur die besten Absichten, aber es endet immer damit, dass ich eine Riesenaufruhr verursache. Naja. Hallo, nochmal Entschuldigung für alles. Es tut mir sehr leid. Sag, du bist doch Mario. Dann lass mich dich endlich in Weber City, dem Juwel des Nordens, willkommen heißen. Was gibt's? Du willst also hinüber ins Sternental wandern? Ich verstehe, alles klar. Ich sage dem Torwächter, dass er dich passieren lassen soll. Pass gut auf dich auf. Ich wusste die ganze Zeit über, dass du unschuldig bist. Ein Hinterzimmer-Mobfer. Also bitte, wie vollkommen idiotisch. Dieser übereifrige Wachmann muss so viele Krimis gelesen haben. Aber ja. Du mich auch. Du mich auch. Ich verlasse jetzt diese Stadt. Und zwar mit Gumbario am Schlepptau. Wie schon 28 Minuten. Aber immerhin haben wir in einer Folge den Mordfall gelöst. So, dann verlasse ich nur noch kurz den Ort hier. Hoffe, dass mein Rivale nicht kommt. Ja, auf den habe ich heute nämlich keine Lust. Den habe ich heute keine Lust. Ich würde eigentlich noch mit ihm reden hier. Meine Aufgabe ist es, dieses Tor zu bewachen, um zu sehen, ob Fremde die Stadt betreten oder verlassen. Es ging vielleicht einfach, aber es ist unglaublich anspruchsvoll. Alles in allem ist es ein guter Job. Obwohl es mitunter etwas frostig wird. Naja. Okay, das sieht wirklich so aus, als ob unser Rivale jeden Moment hier schreiend ankommt. Deswegen sage ich an dieser Stelle Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss bis zum nächsten Mal bei Paper Mario 64. Bis dahin, Bidolü.